Abstützen. Ah ja, das ist wieder eine neue Art von Gubeln. Eine neue Art von Gubal. Danke, Schildermaler, das habe aber ich schon erwähnt. Ich muss sagen, sie sehen echt hübsch aus. Vielleicht sind sie beziehungsscheu, ich weiß nicht. Aber es sieht aus, als könne man sie leicht voneinander trennen. Der hilfreiche Schildermaler. Nein, wir müssen die Beziehungen enden. Das ist einfach... Ich muss einfach die ganze Zeit grinsen, wenn ich mir die Geräusche von denen anhöre. Wenn man sie platziert. Batterie? Und das eine hört sich immer so ein bisschen an wie Take the Money. No! Moment. Oh, hoppala. Wir können ja... Bei normalen Gubellen geht das nicht, aber hier geht das. Wir können nämlich die Verbindungen wieder trennen, wie uns der Schildermaler schon gesagt hat, die Beziehungen trennen. Was sagt unser Schild? Wenn ein Gubal in einen 10 Meter tiefen Brunnen fällt und jeden Tag 3 Meter klettert, aber nachts 2 Meter abrutscht, sieht er dann am Morgen immer noch fantastisch aus? Vielleicht könnte er sich stark an der Wand abstützen und auf die Reibungskraft vertrauen. Er könnte vom Boden wegkommen. Dein Freund, der Schildermaler. Höchst philosophisch, der Kerl. Der Marco. Ich weiß nicht, was das gebracht hat, aber ich versuche es irgendwie ein bisschen zu stabilisieren. Und ich glaube, die Gubelle kleben auch nicht mehr so toll. Moment, welchen von denen brauchen wir nicht? Also die hier unten brauchen wir nicht mehr. Moment, kleben die wirklich nicht mehr oder bilde ich mir nur ein, dass sie nicht mehr gut kleben? Okay, das müsste hier oben halten. So, dann sollten wir auch wieder... Oh, schnell runternehmen. Dass nicht zu viel Gewicht dran hängt. Hopp. Dich schießen wir hoch. Dich schießen wir auch hoch. Dich schießen wir auch hoch. Und dich brauchen wir hier unten auch nicht mehr. Ich glaube, für OCD muss man hier alle von den Viechern reinkriegen. Können wir eigentlich direkt mal gucken. Mindestens 16 Bälle sammeln, okay. Ich habe jetzt zwar nicht nachgezählt, wie viele wir hier haben. Aber ich weiß, dass man auf jeden Fall alle sammeln kann. Das habe ich nämlich auch schon mal gemacht. Denn ich habe bei meinem ersten Playthrough ganz damals... Hoppala, das wollte ich jetzt nicht, aber es hält. Aber man kann auf jeden Fall alle Gubälle einsammeln. Das weiß ich. So, wie machen wir das? Oh, ein bisschen weiter runter. Ich glaube, nächstes Mal muss ich echt im Vollbild zocken. No! Okay, geht noch. Wir sind noch im Game. Wir sind noch voll drin. Ist noch alles drin. So. Komm, weiter runter. Es nervt nämlich ein bisschen, wenn die Maus immer aus dem Fenster hüpft. Weil man ja, wenn man nach oben oder nach unten scrollen will auf dem Bild, an den Rand des Bildschirms muss. Aber das werde ich dann wahrscheinlich einfach irgendwann bei meiner nächsten Session im Vollbild spielen. So, dann wollen wir uns aber jetzt mal langsam nach oben machen. Denkt daran, immer möglichst hoch zu bauen, also möglichst die Linien hier immer dünn zu halten, damit ihr so viel Strecke wie möglich schafft. So, wenn ich mich jetzt noch recht erinnere, wie das ging... Und zwar bauen wir jetzt erstmal hier wieder ein bisschen ab. Den brauchen wir auch nicht für die Stabilität. Den hier unten auch nicht unbedingt. Dann brauchen wir... Mal nachdenken. Okay, das hat nicht geklappt. Schade. Egal. Hatte ich wahrscheinlich ein falsches Ausgangsgerüst. Man muss sie nämlich dann Stück für Stück abbauen und dann kann man alle noch oben reinladen.
Ist nicht so schwer. Aber ich hab's nicht geschafft. Dann einfach mal beim nächsten Mal. Alles klar. Aber das Level ist natürlich so oder so geschafft. Das wird erst später ein klein wenig anspruchsvoller. Und jetzt wären wir bei In der Trommel. Weiter wachsen. Yay! Die tolle Musik. Ah ja, das war toll. Da hat man hier irgendwann so ein riesiges Gerüst, weil sich das ganze Ding hier immer weiter dreht. Und das Rohr immer weiter oben bleibt. No! Komm schon! Yes, yes, yes! Komm schon! Ja! Also hätte ich zu den Game-Developern gehört, die das Spiel mitgemacht haben, hätte ich einen riesen Spaß gehabt wahrscheinlich. Nein! Komm schon! Ja! Komm, noch einer rein! Noch einer rein! Noch einer rein! No! Hoppala! Das wollte ich nicht. Okay. Bauen wir schon mal an der Seite hoch. Nein! Ich habe natürlich jetzt schon genug gesammelt, aber... Ach Mist, jetzt kann ich gar nicht mehr auf Menü klicken, um zu gucken, was OCD hier auf dem Level war. Die OCD-Anforderung. Aber egal. Okay, die Konstruktion konnte gar nicht lange halten. Das Schöne ist auch, hier hat man keinen Zeitdruck oder so. Man hat eigentlich nur Zeitdruck in den Leveln, wie zum Beispiel dem Luftballon-Level, was ich gemacht habe. Denn das war... Oh, nö! Kann man die eigentlich auch direkt in das Rohr schmeißen? Nee, das wäre auch zu einfach. Denn bei den Luftballons zum Beispiel, da muss man natürlich höllisch aufpassen, dass... Was soll ich jetzt sagen? Achso, ja, dass die zum Beispiel die anderen Goo-Bälle halt nicht aufgespießt werden. Ja, okay, ich könnte das hier zwar noch ein Weilchen weitermachen, aber ich denke, ihr wollt das nächste Level sehen. Wir wollen ja auch nicht zu viel unsere Zeit verschwenden. Die sehen so ein bisschen wie Äpfel aus. Immerhin klatschen die mir immer schön Beifall, wenn wir ein Level erledigt haben. Und ja, ich sage immer Level, nicht Level. Natürlich meine ich Löffel damit. Ich bin ein großer Fan von Löffeln. Kette, Gleichgewicht. Was war denn das nochmal? Oh, jetzt habe ich gar nicht geguckt, ob vorhin ein Schild vom Schildermaler war. Da habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet. Die Goo-Bälle auf dieser Seite schienen die Goo-Bälle auf der anderen Seite nicht zu mögen. Ich weiß nicht, mir kommen die alle gleich vor. Absolut lecker. Der Schildermaler. Oh ja, sie sind so schön saftig. So, wo müssen wir hin? Da nach oben. Oben ist der Abfluss und wir müssen die ganzen Bällchen von unten holen. Und da sich das hier auf dem Kopf so ein bisschen hin und her bewegt, hin und her wankt, wird das bestimmt lustig, wenn wir dann noch irgendwas oben hinbauen. So, aber erstmal wollen wir die Kandidaten hier aufwecken. Komm, zack. Wieder die Wurftechnik benutzen. Zack. Und die da zwei unten. Zack. Nein, das war's nicht. Zack. Nee, komm schon. Vielleicht von der anderen Seite. Ein bisschen in die Luft schleudern. Ah! Oh. Selbst die aufgeweckten Goo-Bälle. Moment, das machen wir hier ein bisschen kürzer, damit ich nicht zufällig einen schwarzen Ball da dran befestige. Okay. So, die hier können wir wieder abbauen. Die brauchen wir nicht. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, die Grünen haben auch noch zur Erfüllung des Levels gezählt.
So, das war die eine Seite. Dann holen wir uns die andere Seite. Kein Stress. Wir haben alle Zeit der Welt. Hier gibt es auch nicht wie bei Battlefield irgendeinen nervigen Nebel, der mir die Sicht versperrt. Ach, wisst ihr was? Bauen wir noch eins tiefer. Eigentlich, wenn wir die sowieso wieder entfernen können, können wir eigentlich uns die ganze Geschichte sparen. Mit dem schwarze Bälle werfen zum Aufwecken. Und können sie auch direkt mit den grünen komplett aufwecken. So, jetzt hätten wir alle schwarzen Goo-Bälle. Und soweit... Nein! Und soweit ich noch weiß, beginnt jetzt der lustige Teil von diesem Level. Von dieser Stufe. Genau, und zwar wankt das hier immer so ein bisschen hin und zurück. Nein, ich will die grünen, Mann! Hui! Nein, 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 nein! Nein, nein! Nein! Komm zurück! Hör auf, mir so früh zu sagen, dass ich es geschafft hätte. Ich hab's noch nicht geschafft. Ich bin mal gespannt, ob wir diesmal OCD schaffen. Denn... Wir haben ja alles mit den Grünen gebaut. Yay, OCD! Wenn man alles bis auf einen schafft, dann kriegt man das OCD rein. Okay, eine gesunde Mischung von Apfelsaft und Lakritze. Apfel mit Lakritze. Schade, dass ich nicht so der großartige Lakritzen-Fan bin. So, spüle runter das Zeug und die nächste Stufe. So, was haben wir hier? Ode an den Brückenbauer. Sieht schwerer aus, als es ist. Yay, die epische Musik. Oh! Donkey Country, was vor kurzem auf der Wii rausgekommen ist, hat sich hiervon abgeguckt. Den einen Stil bei den Leveln da, wo man mit dem Schatten von Donkey rumläuft. Ein neues Schild. Als die Sonne hinter den letzten Hügeln unterging, schien einer der Goo-Bälle zu sagen, dass das Leben wie eine riesige Physiksimulation aussieht. Aber als er in die Stachelgrube fiel, wusste er, dass das wohl egal war. Gruß, der Schildermaler. Ja, der Schildermaler ist schon ein cooler Typ. So, wir wollen darüber. Diesmal ist die ganze Geschichte hier schon etwas breiter. So, wie machen wir das am besten? Diesmal bauen wir, würde ich sagen, nicht nach rechts, sondern nach oben. Ich habe da nämlich schon eine kleine Idee. Okay, ich höre auf. Ich denke, ihr hört lieber dem Song zu als mir, denn mir zuzuhören ist nicht gesund. So, wie machen wir das? Und zwar ist meine Idee, dass wir immer höher bauen. Ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, wie ich diese Stufe damals geschafft habe. Bei meinem ersten Playthrough. Aber wenn wir immer höher bauen. Nur aufpassen, dass es nicht wegkippt. Okay, das war schon. Nein! Denn eigentlich... Ich weiß nicht mehr, ob man das tatsächlich so löst. Aber ich habe ihn in... Nein! Haben wir nicht noch so ein Vieh zum rückgängig machen? Verdammt! Okay, probieren wir das nochmal komplett von vorne.